Hallo ihr Lieben, ich stelle euch heute Lilli Balou vor. Mein Name ist Patty und hinter der Kamera ist Biene. Hallo. Hallo. Lilli Balou ist eine belgische Marke und eine unserer kleineren Marken im Sinne von, wir haben keine Riesenkollektion, aber wir haben immer so ein paar ganz tolle Zuckerstückchen, auf die wir auf gar keinen Fall verzichten wollen. Und Lilli Balou produziert in der Türkei und in Indien. Und ich zeige euch mal gleich eins unserer absoluten Lieblingsteile. Das ist ein neues Material von Lilli Balou. Das haben sie seit letztem Sommer. Das ist ein ganz schöner, weicher Tencel. Ich weiß gar nicht, sieht man das auf dem Video so gut? Nee, Es leider schimmert nicht. so ein bisschen, ist so ein ganz leichter, weicher Stoff. Und die Tencel-Kollektion wird in der Türkei produziert. Das ist jetzt die Äpfelchen, super Unisex und ein tolles Sommerteil zum Schlafen und für einfach so. Kann man auch eine Hose drüber ziehen. Ups. Ja. Ganz runter. Und das gleiche gibt es auch in Baumwolle. Das ist dann in Indien produziert. Und ich gucke gleich mal. Ah nee, das sind zwei unterschiedliche Größen, deswegen sieht es kleiner aus. Das ist jetzt eine 62. Fällt recht größengerecht aus. Also braucht man jetzt nicht größer oder kleiner kaufen. Was ist denn das? Ein Piranha. Ja. Ich dachte, das mal klassische Baby. Süßer Fisch oder so. Hm. Ein Piranha, okay. Aber eigentlich auch sehr unisex, maritim. Genau. Und eigentlich auch sehr passend für Kinder, ne? Die ja, essen die auch gerne auch viel, so ne? Mega gefährlich aus. Den finde ich so toll. Jetzt frag mich nicht, was das für ein Fisch ist. Ich auf jeden Fall ein Tauchfisch, ne? Klar. Ja, klar. Und da haben wir dann die Hosen zu. Und zwar haben wir einmal die Kombination mit Rot. Das ist der Fisch in der gleichen Farbe wie die Hose. Und alternativ in Kombination mit Blau. Und die Hosen ist so eine klassische Bermuda-Short, so ein bisschen griffiger. Ist jetzt nicht, also ist nicht Canvas, ein bisschen dünner, also ein schöner Sommerstoff. Und hier innen drin mit kleinen Knöpfchen zum kleiner und größer machen. Und hier vorne mit einem Einhängeknopf. Genau, die sind sehr hochwertig, wachsen lange mit. Ich klemme mir immer alles unter den Arm, ist so eine Unart. So. Dann das Kroko. Auch da wieder rot in rot ist mir ja ein bisschen viel. Ich wäre jetzt eher bei blau. Sieht irgendwie cool aus. Geile ja. Kontrastkombi. Und dann machen wir es so. Und haben dann die, Piranha. Die Piranhas. Genau, die Shirts gibt es auch schon für klein. Die gehen, glaube ich, ab 74 schon los. So, oh, zuckersüß. Ein Hängerchen. Genau, jetzt müssen wir wahrscheinlich für Vicky sagen, es ist ein tolles Einschulungsoutfit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt nicht die gleiche Größe, aber... Nee, ich glaube nicht. Nee, 98, 104. Also ist jetzt gar nicht ja. So unterschiedlich. Genau, ein tolles Einschulungsoutfit. Toller Muslinstoff. Super für den Sommer. Ist nicht durchsichtig. Nee, und, das ist hat hier vorne so kleine Druckknöpfchen. Und die Hose ist mit... Wartet, die zeige ich euch nochmal. Die ist hier oben mit so einem Gummibund. Die passt sich gut an. Sitzt gut. So, ja, das finde ich, das ist das Tolle, ne? Dass die wirklich nicht so durchsichtig sind, nee. Die Teilchen. Dann gibt es den zauberhaften Rock, der auch nicht durchsichtig ist, weil da ist so ein bisschen Tüll drunter. Da sind wir wieder beim Einschulungsoutfit. Ganz zauberhaft. Und da passt eigentlich so ziemlich alles an T-Shirt dann drunter, was man so kombinieren kann. Jetzt vielleicht die Piranhas nicht, aber da wird man sonst auch bei anderen Marken, finde ich. Also da lässt sich vieles kombinieren. Und dann, oh, ich bin ein bisschen verliebt. Ich auch. Ich glaube, es heißt sogar Sorbet. Es heißt Sorbet, es sind auch solche Sorbetfarben. Ihr seht, es ist ein mega tolles Tellerkleid. Also wenn man sich da dreht, dreht sich der Rock bestimmt so auf Taillenhöhe. Und das tolle Detail ist dieser kastige Ausschnitt. Und was ich toll finde, ich habe gerade das Schild innen drin gesucht, das ist auch wirklich oben eingenäht. So wenn man sich dreht, dann... kommt einem da kein eingenähtes Schild entgegen. Oder wenn man es lieber ein bisschen noch schlichter mag, hat man so ein Shirtkleid. Das ist aus diesem Tencelstoff mit kleinen Knöpfchen auf der Schulter als schönes Detail. Das fällt eher ein bisschen klein aus. Mhm. Also da kann man ruhig eine Nummer größer nehmen im Zweifel. Das wächst auch gut und lange mit. Und genau, und eine Hose drunter und dann... Genau, oder auch wieder, das ist super toll kombinierbar mit der Strickjacke dann auch. Farblich und die Strickjacke passt natürlich auch zu dem Kleid. Also das ist farblich super abgestimmt. Und last but not least, Sabina, hast du nicht auch so ein Kleid mit den Blumen? Ja. Genau, gibt es auch für große, theoretisch. Nicht bei uns, aber woanders. Das ist so ein, wie nennt man so ein Kleid?
So ein Rockkleid mit so einem Latz vorne, also ein Latzkleid, oder? Ja, doch schon. Und das wächst mit. Also die hinten, die sind zum Knöpfen über Kreuz und da sind noch zwei Knopflöcher zum Mitwachsen. Das heißt, das passt richtig lange und wird dann halt mit der Zeit einfach ein bisschen kürzer unten. Kann man einfach ein weißes T-Shirt oder ein rotes T-Shirt drunter ziehen. Anna meinte auch, sie hat das auch und das ist tatsächlich so, dass das oben abschließt, sodass man gar nicht. Kann man auch so Ja. anziehen. Muss man halt gucken, ob es einem dann hinten zu Ja, offen ist, ne? klar. Also vielleicht ein Top oder sowas drunter, aber es geht auch ohne. Genau. So, das ist die Inspiration für den Sommer, die Einschulung und alles, was irgendwie einfach hübsch ist.